Death traveled on, and still found corruption. The Light and the Hellguard both lost. But Arafel's wisdom shone bright in the darkness and cleared the way forward for all. Jo, und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ein winzig kleiner Aufnahmefail meinerseits gerade. Aber für euch wird es nichts weiter als ein kleiner Cut sein. Ich bin die Zementente, begrüße euch bei Darksiders 2 zurück in der Rolle des Toad. Huha. Und für mich ist es schon wieder ewig her, dass ich aufgenommen habe, leider. Ja, ich habe gerade richtig viel Stress im Job gehabt und ja, gar nicht lang schnacken, wir machen einfach mal weiter, wo wir aufgehört haben. Und habe heute auch nur Zeit, mal eben schnell 2-3 Folgen aufzunehmen, aber da habe ich gerade noch Bock drauf. Ich will unbedingt noch ein bisschen metzeln und habe ich gerade echt richtig, richtig Lust drauf. Ich erinnere mich, dass wir letztes Mal diesen Raum das erste Mal betreten haben. Wir haben das Wasser zu, ich glaube, so 2/3 wieder richtig gemacht, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatten wir 2 Streams schon wieder an? Nein, einen? Okay, einen. Nee, doch nicht. Da unten ist noch einer. Seht ihr das? Sieht ein bisschen komisch aus irgendwie. Egal. Wir kriegen jetzt jedenfalls das hin, dass die alle noch bereinigt werden. Nicht lang schnacken. Gegnern Sensen in den Nacken. Uah. Da hinten war schon wieder dieser teleportierende Typ, den wir schon ein paar Mal in den letzten Folgen gesehen haben. Tja, keine Ahnung, wer das ist. Flip. Ist das ein... Ist das... Gold? Münze. Okay. Soll das Gold sein oder was? Oder Blätter? Nee, das sind Blätter. Das sah von weitem so ein bisschen aus wie Goldmünzen. Okay. Hab ich da hinten schon wieder irgendwo eine Coin oder sowas gesehen? Da hinten, da seht ihr, da sehe ich eine Coin. Okay. Kamera, please. Okay. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Da ist er schon wieder. Wer ist denn das? Was könnte der Crowfather sein? Ich habe gerade seine Flügel gesehen. Also entweder ist das sowas wie ein Boss in dieser Stage oder es ist sowas, so eine Art Inkarnation des Crowfathers, der uns da beobachtet. Ich weiß es nicht. Na gut, erstmal schnell die Seelen hier aktivieren. Da ist er schon. Nee, okay, ist nicht der Crowfather. Sieht nicht deswegen nicht sympathischer aus, wie auch immer das ist, aber ist nicht der Crowfather. Portal Gun, da. Ach, das hatten wir auch auf irgendeine Taste gelegt. Okay. Hallo Seele, kommst du mal ran? So, wir müssen wahrscheinlich, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir hier irgendwo eine Lücke da hinten dann, wenn überhaupt, ne? Oh, diese ganzen kleinen Mini-Gegner hier. Nerv. Wenn schon Action, dann bitte richtig. So, wir können hier wahrscheinlich, nee, hier, so, da. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt hier so denke. Wir können da mal einen... Ich weiß nicht, ob da ein kleiner reicht oder ob da vielleicht auch ein großer... Achso, nee, wahrscheinlich sollen wir eigentlich... Okay. Okay, wahrscheinlich sollten wir das so machen. Okay. Gut, dann halt so. Kommen wir hier hin? Ja. Hier kann man sich runterhängen lassen. Warum sollte man das wollen? Ich weiß es nicht. Okay. Und ins Portal. Jawohl. Aha. Trick durchschaut. Und jetzt? Hier ist ja nichts. Hier ist ja wirklich gar nichts. Okay, da kriege ich... Aha. Okay, soll ich da... Ich frage mich... Also ich soll wahrscheinlich... Nee, das ergibt ja gar keinen Sinn, das Ding da oben.
Aber das Ding da unten kann ich nicht ansehen von hier. Hä? Wenn ich da mich rausschießen lasse, werde ich doch eh nur wieder... Ja, wir machen das mal. Vielleicht sehe ich nicht, dass man da an der Wand irgendwo landet, wo man dann landet oder so. Wir probieren das erstmal, oder? Wir können ja mal durchgucken. Ja, das war schon mal nicht richtig. Halten wir mal so fest. Ich dachte, man landet eventuell an einem dieser Felsbrocken und kann sich dann da nochmal abstützen oder so. Der da unten ist zu weit weg. Den sehe ich von da oben auch nicht. Hier, da oben sitzt der Blitzetyp und wartet auf uns. Da. Piu. Vielleicht nochmal durchgeguckt. Das ist jetzt wahrscheinlich ein ganz simples Rätsel, das ich wieder mal gerade nicht blicke, weil ich wieder mal ententypisch auf dem Schlauch stehe. Nee, da komme ich definitiv nicht hoch, auch wenn da trotzdem so krass Spuren sind. Ja. Das Ding da unten kann ich tatsächlich gar nicht anvisieren, ne? Auch nicht, wenn ich da... Okay. Vielleicht machen wir daraus ein normales Portal erstmal. Dass wir nicht so schnell daraus fliegen und können dann im Sturz das Ding anvisieren oder so. Ich weiß nicht, also wäre jetzt so die einzige Idee, die mir einfiele. Nee, auch nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Sinn der Sache an der Stelle ist. Ah. Ah. Aha. Ah, okay. Ah, also, I see. Ja, ne? Wenn man die Augen aufmacht, dann, Nein, dahin. Alles klar. Dann... Aha. Aha, 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 aha. Dann geht's erstmal zur Coin, das ist doch schon mal gut. Da geht's jetzt nicht wirklich woanders hin. Ah, und dann... Ah, und dann wahrscheinlich... Von hier die ganze Nummer so. Und dann vermutungsweise so. Auf der anderen Seite von diesem Ding, wo ich jetzt bin, ist eine Kiste, aber da kommen wir wahrscheinlich von oben hin. Also machen wir erstmal den hier. Flupp. Und flupp. Und aha. Ah, jetzt ja. Sind wir nur noch nachher zu der Kiste wieder zurückkommen, aber das wird sich dann schon ergeben, denke ich. Da gehe ich mal von aus. So. Das ist ja hier auch wieder gar nicht ominös. Immer diese Kampfarenen, die überhaupt keine Kampfarenen sind. Ah, da ist der Kollege endlich mal. Psychophant. Hat nicht ganz so viele Leben. Entweder hat er mehrere Phasen. Das war ganz klug, das wollte ich gerade sagen. Da drin stehen zu bleiben, das hätte man riechen können, dass das nicht gut ausgehen kann. Ah, okay, das sind also einfach nur neue Gegnertypen, die ein bisschen, oh fuck, massiv angekündigt werden. Und dann doch dafür, dass sie ganz ordentlichen Damage austeilen an dieser Stelle. Zack. Oh, das waren Niedersensen. Aber ich habe doch gerade die neuen... Nein, raus da. Oh, fuck, habe ich aus welchen Quellen auch immer so viel Damage genommen. Huiuiuiui, die Jungs machen auf jeden Fall... Au, 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 au. Die springen die ganze Zeit durch die Gegend. Das verwirrt einen natürlich völlig, wenn man die Kamera auf sie fokussiert hat und die sich durch die Gegend teleportieren können. Hua! Achso, ich habe Schock-Damage, deswegen kriege ich noch immer Schaden. Mhm. Aha. Sehr schön. Erstmal alles kaputt machen. Ob man hier nachher wohl wieder... Naja. Durchfallen und so muss. Huch,
Das war so sicherlich geplant. Gegner? Na toll. Komm mal ran. Jetzt aber. Auch nicht. Okay, dann halt nicht. Schnauze voll von dir. Dann nehmen wir lieber mal einen Heiltrank, statt das die ganze Zeit über den Teleport-Dash zu versuchen. Was soll denn der Geiz? Ich bin sowieso immer viel zu geizig mit Heiltränken in Rollenspielen. Das ist natürlich ein Fehler, den ich euch im Let's Play nicht vorleben sollte. Aha, hier können wir also wieder die Portalenergie, die Energie durchs Portal weiterleiten. Das ist die Aussage, die ich treffen wollte. Zack. Zack. Ich würde gerade gerne mal gucken wollen, ob die Sense, die wir gefunden haben, wirklich schon besser ist als die besessenen Sensen, die wir haben. Okay, hat weniger Damage. Hat halt andere Skills, aber hat tatsächlich vorrangig erstmal auch spürbar weniger Damage. Na, dann ist es ja in Ordnung. Dann ist es ja in Ordnung. Wir nehmen das Portal auf jeden Fall mit. Hier ist wieder so ein Wirbelwind auf dem Boden. Ich habe die dunkle Befürchtung, dass wir die irgendwann nochmal für irgendeinen Quest oder irgendwas suchen müssen. Oh, aha. Naja, wie viel haben wir davon? 6. Na dann. Ich muss auch nochmal zu der einen Kiste zurück. Ich dachte, die könnte hier an dieser Stelle, wo ich jetzt bin, sein. Genau, hier so, ne? Nee, doch, hier lang. Hier so irgendwie. Doch nicht. Ist auch gar nicht die Kiste, die ich suche. Dann weiß ich gar nicht, warum sie das hier so gebaut haben, aber okay. Who am I to Jütke? Oh, ein Greifel. Nein, zurück. Lass mich raten, der geht von selber wieder, wenn ich ihn loslasse? Ja, okay. Das heißt, da. Dann. Den hier. Jetzt wird's ja wohl, ganz kurios mit der Rätselei. Dann kurz mal überlegen, wie soll das denn sein? Ist das so korrekt, was ich hier mache? Mhm, habe ich mir schon gedacht. Okay. Ich habe eine Idee, wie es sein kann. Ich will mal zwei Sachen ausprobieren. Entweder das, ist das hier der Trick? Nee, okay, das drückt ihn nur raus. Dann sollen wir wieder mal unser Stein-Ego verschieben, schätzungsweise. Achso. Also, ungefähr so. Nein! Ich wollte doch die Seiten wechseln, also die Formen. Also ich wollte vom lilanen zum grünen Tod werden. So, dann kann der grüne Tod nämlich... Nein, hier runter. Da, das. Zack. Und dann können wir... Aber da ist natürlich noch Corruption im Weg. Wie kriegen wir denn die Corruption da weg? Können wir das Portal durch die Corruption treffen? Schätzungsweise nicht. Habe ich mir gedacht. Dann gehen wir doch erstmal hier lang. Und haben hier erstmal so eine Seele, die uns nerven will. So. Dingens. Noch so eine Scroll. Das Maze müssen wir auch irgendwann mal machen, ne? Wie viele... Nein. Was fehlt uns denn da noch? Wo ist es da? So, wir haben... Es fehlen uns immer noch massiv viele. Oh Gott, wie viele gibt es denn da? 8, 9. Naja, es fehlen uns auf jeden Fall noch ein paar. Egal, damit kümmern wir uns wieder mal in so einer gesonderten Sammelsuriums-Folge. Ihr kennt die Geschichte aus dem ersten Darksiders. Achso, hier drinnen ist die Schatzkiste, okay. Achso, nicht hier drin, sondern dann da. Ah, da sehe ich sie, okay. Schauen wir mal. Was macht denn dieser Schalter? Okay.
Aha, so hätten wir hier ein Portal. Das liegt gegenüber von dem Dingen. Lass mich raten, wenn ich jetzt loslasse, geht's auch wieder weg. Ja, okay. Alles klar, verstanden. Das heißt, Portal da. Dann den hier. Dann einen von den beiden Kollegen, den Portal hierher drehen lassen. Den anderen Kollegen nehmen und da ein Portal dran setzen. Dann weiterdrehen kann ich es nicht. Ich will doch an die Schatzkiste. Na gut. Na gut. Hui. Na, klasse. Verrate mir jetzt noch eben, sag mir, da muss ich jetzt ein aufgeladenes Portal reinsetzen, oder was? Oh, da oben ist ein... Kann ich an den schon ranfunken? Moment. Ja, geht. Ping. Ein Stein mehr. Macht uns glücklich her. Tatsächlich müsste man sich da rausschießen und gleichzeitig noch ein drittes Portal haben. Das geht aber ja nicht. Ich verstehe auch nicht, das ist ja eine aufgeladene Kuh, die würde ja sonst nicht blitzen, oder? Naja, egal. Ich verstehe momentan gerade sowieso ganz, ganz viele Sachen noch nicht. Ich bin gerade wieder ein bisschen langsam, aber ich bin auch ein bisschen rausgekommen. Das muss man dann auch mal sein dürfen. Da hinten ist eine Schatzkiste. Gut, die ist an diesem Wasserweg, das heißt, da kommen wir wahrscheinlich am Ende ran. Wie machen wir es hier? Aufgeladenes Portal mal probieren, machen wir so. So. Das Beste fällt mir gerade erstmal nicht ein. Kann mir nicht vorstellen, dass das reicht. Also ist eher ein, ich probiere mal eben. Achso, aufladen, aufladen, aufladen. Großes Portal dran tun. Ich überlege gerade, ob ich das mit dem geswitchten Tod irgendwie machen soll. Also, dass der quasi nur einer von beiden da durchspringt. Aber ich glaube, das ist... Aha, okay. Ich komme damit auf der anderen Seite fast an. Aber ich müsste theoretisch gleichzeitig das Portal auf der anderen Seite öffnen und dann würde es ja auch nichts bringen, denn dann würde ich ja wieder zurückfliegen. Also das ist irgendwie Quatsch, was ich davor habe. Nur was soll ich dann anstelle dessen vorhaben? Auch so zurück komme ich gerade nicht mehr. Okay. Das heißt, das Rätsel von dieser Seite ist irgendwie von dieser Seite. Ah, nee, doch zurück käme ich hier über. Ah, darum gibt es diese Ecke. Aha, aha, aha. Okay, ich bin kein Stück schlauer als vorher. Aber man kann ja aha machen, dann glauben die Leute einem das. Kann ich das Portal da hinten sehen von hier aus? Kann ich das erreichen? Moment. Mal eben. Wie weit kann ich mich hier erleuchten lassen? Kann ich irgendwie da rein? Bringt mir das irgendwas? Dass das so steht. Ich kann da nicht irgendwie um die Ecke schießen. Ich kann ja mal die Tode wechseln. Mal gucken. Hua. Jetzt ist hier zu. Das heißt, ich kann da auch kein Portal durchsetzen. Ich kann da auch kein Portal durchsetzen, wenn es andersrum gedreht ist. Das bringt mir auch nichts, jetzt hier durchs Portal zu gehen. Dann komme ich da unten raus und habe da auch nichts von. Ich müsste irgendwie an das andere Portal ran. Ah, oh Mann. Klar. Moment. Oh Mann, ey. Manchmal, ne? Manchmal braucht man auch einen Zaunpfahl mit einem Zaunpfahl. So. Hat's gerade den...
WTF. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da gerade alles passiert ist, aber es war bestimmt genau so geplant von den Entwicklern. Alter Schwede. Es hat das... Oh. Es hat den, Steintod ins Portal gesaugt. Ah ja, seht ihr, das klappt. So, jetzt bin ich hier drin. Das nutzt mir das. Ah, ich kann erstmal die Schatzkiste aufmachen. Das nutzt mir das. Epische lila Boots. Sehr gut. Wenn ich jetzt dieses Ding wieder aufmache, habe ich da irgendwas von? Das ist er ja hier drin. Kann da das Leuchteding sehen, kann immer noch zur Schatzkiste, aber das bringt mich ja beides nicht weiter erstmal. In irgendeiner Form, richtig? Richtig. Bringt mich überhaupt nicht weiter. Außer, dass ich mich auf die offene Schatzkiste stellen kann und dabei episch aussehe. Ja. Liebe Leute, ich grübel mal schnell zwischen den Folgen, wie es hier gehen wird und dann sehen wir uns wieder, wenn ich ein bisschen klüger bin, damit ihr nicht 2 Stunden zuguckt, wie ich es mache. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bitte ich die Zementente und wünsche euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.